willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und wir haben hier eine frische Saison vor uns. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Nach dem zweiten Titel in Liga 3 sind wir dann auch in Liga 2 angekommen. Und damit geht es jetzt hier los. Ich habe in der letzten Folge mit dem Team hier gespielt und ich habe auch mit neuen Sticks gespielt. Ich habe die jetzt immer noch. Also ich habe das letzte Mal erklärt, mein Controller wurde ja ordentlich ramponiert von einem Kumpel und damit dann der linke Stick im Eimer gewesen. Und deswegen habe ich so Aufsätze gekauft. Ich bin nicht so wirklich so zufrieden, aber wer auch ähnliche Probleme hat und sich nicht direkt einen neuen Controller kaufen möchte, der kann mal gerne in die Videobeschreibung schauen. Da ist das Ganze verlinkt. Wir haben da auch eine 5%ige Beteiligung dran. Das nur so, wenn ihr darüber bestellt. Gut, jetzt schauen wir mal, mit welchem Team wir hier spielen. Ich habe eigentlich nochmal Bock auf das Team hier. Ich habe das Gefühl, momentan komme ich mit dem Team besser klar. Und ich habe Lust auf einen starken Einstieg in Liga 2. Also, weil langsam muss es halt wirklich dann auch härter werden. Und deswegen gehe ich dann lieber mit dem stärkeren Team, zumindest fühlt es sich so an, in die Partie. Wir haben auch schnell einen Gegner. Sehr schön. Können wir mit dem Bayern-Trikot spielen? Ja, wird auch mal Zeit, die zu ändern, denke ich. Arsenal Beast hat einen englischen Trainer. Ich denke, da wird ein Barclays Premier League Team drinne stecken. Und das ist auch der Fall. Und das ist sehr, sehr stark. Er hat mit Kompany und Courtois eine sehr, sehr starke Innenverteidiger-Torhüter-Kombination. Ramirez sackt teuer. Dann Di Maria ist ein geiler Spieler. Diego Costa, Sanchez. Ich glaube, dann hat er noch Sturridge gehabt. Das ist auf jeden... Also Diego Costa sieht man nicht ganz so häufig, aber ich fand den immer echt mega krass eigentlich. Das ist halt voll die Granate. Also so körperlich, so stark. Oh, fuck. Ich habe den Scoop-Turn leider zu spät eingegeben. Ich habe zu spät... Oh, was mache ich denn da? Nee. So, da dranbleiben. Nein. Boah, gut. Das wäre so ein typisches Diego Costa-Tor gewesen. Das macht kein anderer Stürmer, sich so durchzusetzen. Ich habe leider den Scoop-Turn zu spät eingegeben mit Chicago, weil ich zu spät gerafft habe, wie ich es durchkommen kann. Und das wäre ansonsten ein sehr, sehr geiler Einstieg gewesen. Schön. Kein Foul, Ball rausgespielt. So, jetzt lassen wir den Ball mal schön laufen. Ja. Warum musste er tippeln? Oh, was ist das für eine Riesenlücke? Boah, ist das ein Safe. Noch von hinten rangekommen, krass. Kabea, warum nimmst du so beschissen den Ball an, dass der so weit vom Ball springt und du keine Kontrolle über den Ball hast? Komm, mach schnell. Ja? Kann man auch mal sagen, das könnte ein Foul gewesen sein. Nice, habe ich. Und es ist Foul für mich. Sehr schön. Der Gegner ist gut. Der gefällt mir. Lässt gut den Ball laufen. Kommt gut über Dribblings, über Kombinationen. Defensiv macht da ziemlich viel Druck. Das ist natürlich auch ein gutes Team. Das ist Risiko, mein lieber Freund. Oh. Oh, shit. Es gibt sogar Foul. Da habe ich jetzt echt auch wieder Glück, dass das nochmal... Weil den Ball habe ich eigentlich sehr überhastet weggedroschen. Aber solche Sachen wie mit Sanja eben sollte ich nicht machen. Das ist nicht gut. Das ist viel Risiko. Chikaoi setzt sich durch und setzt das Ding an den Pfosten. Und es gibt jetzt den... Ja, den nicht, den, nicht das Tor auf jeden Fall, sondern den Freistoß. Depay. Oh, der hat letztens einen reingehauen. Komm. Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen, machen wir. Boah, Courtois mit einer richtig guten Parade. Ah, ich bin enttäuscht, dass Chicago den nicht reingeschossen hat. Okay. Oh, der senkt sich leider nicht mehr rechtzeitig. Shit. Der Torhüter war aus dem Kasten. Es war perfekt für so eine Flugkurve. Das ist gefährlich. Oh. Na, genau. Schön. Schön im Griff gehabt. Auch wenn es immer zwischendurch geleckt hat. Och, Sanja, was ist da? Leckst du auch im Kopf oder was ist da? Sieht einen langen Ball auf sie zufliegen und duckt sich weg und lässt ihn ins Austrudeln. Also sowas habe ich echt noch lange nicht gesehen. Schon wieder so eine Scheißballername.
Die lassen gerade immer bei der Ballannahme den Ball mega weit springen. Jetzt kommt da so ein Pass in die Gasse. Schön von Subotic. Und der kriegt die Bälle besser angenommen wie die ganzen Stürmer. Ist auch stark. Das war noch nicht mal richtig der Pass, sondern auf ihn, sondern auf einen Gegenspieler. Ja. Macht gerade mega viel Fun mit dem Leg. So, rum. Noch die Flanke auf Depay. Ja. Weiß auch nicht, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Ich habe gedacht, könnte mal klappen. So, schön. Und die, ach, guck sie an. Wie Diego Costa einfach sagt, nö, kommst nicht zum Ball. Aber stark, wie er den von hinten rausspielt. Nice. Ist das laggy. Ihr habt es gesehen, das wäre nice gewesen, aber der Ball auf Chikawi leider zu lange unterwegs. Deswegen konnte er dann den Ball nicht richtig spielen. Komm, kämpfen, kämpfen! Ich hab ihn doch fast gehabt. Nein, nein, fuck, fuck. Ja. Diego Costa ist einfach krass in der Luft, ne? Das ist, obwohl es FIFA 15 ist, ist der Wahnsinn. Wie er einfach hochsteigt, die anderen wegschubst und sich dann locker durchsetzt. Unnötiges Tor. Gott, ist das verdammt scheiße von mir. Oh mein Gott, ist das schlecht. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich habe einen eigenen Anstoß und kassiere, glaube ich, 2 Minuten später ein Gegentor. Dass das absolut schlecht von Weidenfeller gehalten ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber also es geht trotzdem einfach um meine Kappe. Brauche ich mich überhaupt gar nicht über Weidenfeller zu beschweren. Och, er tackelt ins Leere und wird dafür belohnt! Ich finde, Diego Costa ist mit einer der krassesten Stürmer überhaupt. Es ist echt krank. Wenn der reingegangen wäre, ne? Dann hätte ich das Spiel schon aufgeben können. Was ich natürlich nicht gemacht hätte. Ach, ist das bitter. 2-0 hinten. 2-0. Und ich hatte so gute Chancen, in Führung zu gehen. Nice! Was? Abseits! Oh, das gibt's doch nicht! Och, verdammt! Warum lässt du es nicht laufen? Ich hab nichts gedrückt! Krass. Alter, das gibt's doch nicht. Okay, alles klar. Es gibt so Spiele, da wird's nicht klappen. Ich reg mich gar nicht mehr drüber auf. Da kommt, in so Spielen kommt alles zusammen. Costa macht, also in solchen Spielen kommt echt alles zusammen. Man macht die einen Dinger nicht. Das ist jetzt das tote Alu-Treffer. Einmal einen Pfosten, einmal so ein Wembley-Tor. Ich mache jetzt kurz den Angriff vernünftig zu Ende. Kann nämlich gefährlich werden. Oh, schon wieder abseits. Es kommt alles zusammen. Costa überragend, wie er sich beim 1-0 durchsetzt. 2-0 ist katastrophal von mir verteidigt, plus ein Torhüterfehler. Man hat Alu-Pech, man schießt Abseits-Tore. Das ist alles kommt zusammen in dem Spiel. Aber ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Kein Foul. Dass er den Ball nicht erwischt hat, hat man gesehen, weil er ansonsten den Ball rausgespielt hätte. Hat immer wieder Lücken in der Verteidigung auf. Die muss ich mich berufen, wenn ich hier noch was drehen möchte oder was holen möchte.
Nein, Elva, jetzt pfeif doch mal einfach irgendwas für mich! Ja, das ist geil, dass man das jetzt nochmal sieht. Aber das hat man schon gesehen. Aber ist natürlich perfekt, hier die Goal-Line-Technology einzusetzen. Eindeutig. Oh, ich komme mit Benafar so geil durch. Tricks drei Gegenspieler aus und dann mache ich das nicht. Das ist auch so nervig, dass ich mich dann mit den guten Sachen nicht belohne. Komm! Halten. Oh, da kommt er nicht ran. Ist meiner sogar schön. Ist noch nicht vorbei. Wir haben 45. Es ist nur 2-0 und der Gegner macht Fehler in der Verteidigung. Come on, da geht noch was. Oh, fuck. Ja, pfeift der Halbzeit, egal. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Nur nicht das 3-0 kassieren. Anstoß kriege ich. Geil. Foul. Wie gesagt, in dem Spiel kommt alles zusammen. Kann man auch einfach Foul geben. Muss nicht, aber kann man. Boah, ist das heftig, ey. Das gibt's doch nicht. Also das ist kein Foul, aber das ist einfach krass, wie Diego Costa von hinten rankommt und den wegschubst. Also krass einfach, weil Diego Costa so gut ist. Komme ich wieder nicht ran? Doch. Ja, spielen jetzt den Gegner auf den Fuß. Raus. Ja. Ding. Geht natürlich nicht. Okay, haben wir erst 53. Haben wir Zeit. Oh, komm doch bitte den Ball ein bisschen entgegen. Oh, was mache ich? Warum spiele ich den hoch? Oh. Gegner macht einen katastrophalen Fehler und ich krieg den Fuß, den Ball nicht richtig angenommen unter Kontrolle und davon kann ich dann nicht kapitalisieren. Nee, Kapital schlagen. Kapitalisieren. Das ist auch, in dem Spiel kommt alles zusammen. Gegner macht einen riesen Bock, da den Ball so komisch weiterzuspielen. Oh, 60. Ist immer noch Zeit. Ich muss jetzt nur einfach Kapital schlagen aus den kleinen Sachen, aus den. Muss ruhig machen. Muss ruhig machen. Oh. Ja. Ja. Warum läuft oben Depay nicht mit? So ein Arschloch, ey. Unglaublich. Er hat alles frei, ey. Kann doch nicht. Das ist auch wieder kein Foul. Ich. Mal schauen, ob ich das reinschneide. Wie sich Depay nicht bewegt, ey! Der kann er nicht ernst meinen, ey! Ja, komm. Ich muss auch langsam mal offensiv stellen, fällt mir gerade auf. Oh, das Spiel, ich kann es nicht gewinnen. Ich kann es nicht gewinnen. Es geht nicht. Es klappt nicht. Ach, da war der Torhüter noch sogar dran. Der hat ihn sogar noch gehalten. Der wäre sogar vielleicht reingegangen. Wahnsinn. Der ist drin. Jawohl. Nice. Anschlusstreffer. Was für eine Bogenlampe hier von Chikawi. Guck mal hier, zack und dann boom, Torhüter nicht dran. Und das 1-2, jawoll, come on. Da geht was.
Foul! Oh, der Schiedsrichter hat so eine krass läppsche Linie. Das ist der Wahnsinn. Und dass hier mein Verteidiger vorbeiläuft, ist auch der Wahnsinn. Dass der Spieler nicht den Ball annimmt, ist auch der Wahnsinn. Dass Weinfelder den Ball nicht hält, ist auch der Wahnsinn. Come on. Auf Chikaui, auf Chemiti. Chikaui. Nee, auf Kabea. Ist das scheiße. Den Ball wieder nicht richtig in den Fuß gespielt. Habe ich. 75. Da geht noch was. Oh, spiel ihn doch! Spiel ihn doch! Hab ich. Nice. Oh, weiter. Oh, Kompanie. Das ist so stark. Es ist so stark. Nein! Wie deutlich soll man in diesen Passweg reinlaufen und den Ball trotzdem nicht bekommen? Ich weiß es nicht. Es ist noch deutlicher, geht's halt kaum. Was du für ein Fußball-Legastheniker bist, es ist der Wahnsinn, Sanja! Das ist gut von Verteidiger. Nein. Okay. Wir haben noch einen Angriff mindestens. Come on. Das ist wieder kein Foul. Der Schiedsrichter ist echt, der pfeift gar nichts. Oh, fuck, Alter. Volles Risiko jetzt. Ich muss den Ball haben. Ja, lass ihn ausgehen. Du Arsch. Jetzt, komm. Ja, ah, das ist der vom Gegner. Ja, genau. Lass doch schön wechseln. Genau. Lass mir schon Zeit. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Angriff. Schade. Sehr, sehr schade. Aber das war so ein Spiel, was einfach, wo es einfach wirklich alles zusammengekommen ist. Abseits-Tor, zwei Alu-Treffer. Super, super schlecht das 2-0 verteidigt, inklusive Torwartfehler. Und der Schiedsrichter, ich weiß, ich habe mich super häufig über den... Oh, und Courtois hält natürlich auch gut. Ich habe mich super häufig über den Schiedsrichter beschwert. Das Ding ist halt, okay, das ist halt ein Schiedsrichter, der nichts pfeift. Die haben halt unterschiedliche Härte gerade, aber es ist halt echt schade. So viele kleine Sachen, ich weiß, dass das nicht alles faul ist, aber irgendwann hätte es mal wieder mal einen Foul geben können. Immer, der hat super viel laufen lassen. Das ist halt echt ärgerlich. Und immer halt quasi vor allem... Oh. Ist das knapp? Oh. Also ich glaube, ein Unschien wäre echt gerecht. Oh, der wäre sogar reingegangen, ne?
Na, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Egal. Hilft ja alles nichts. Nee, der werden wir wahrscheinlich nicht reingegangen, der werden in den Pfosten gegangen. Ja, nee. Hilft ja alles nichts. Ich denke, Unschieden wäre ganz wär gerecht gewesen, leistungsgerecht. Der Wahnsinn, ne? Krass. Naja. Hat auch einen Pfostentreffer. Naja, gut, das hilft ja, wie gesagt, alles nichts. Schade. War aber, denke ich, trotzdem ein gutes Spiel. Einmal musste ich mich halt extrem über Depay aufregen, weil ich einen Konter habe, der außen... Die Außen sind nicht besetzt vom Gegner und der läuft nicht in die Spitze hinein. Und das kann nicht sein, was das für eine scheiß künstliche Intelligenz ist, dass die das nicht sieht. Ich verstehe das nicht, warum ein Stürmer nicht in die Spitze hineinläuft. Und darüber muss ich mich aufregen, das raff ich einfach nicht. So, und allein wenn ich nur wieder dran denke, vielleicht vertue ich mich auch komplett und diese Szene war noch nicht mal so krass. Aber wenn sie so war, dann regt es mich einfach derbe auf, weil es den kompletten Angriff zunichte macht. Und es ist einfach ein unglaublich nicht greifbares oder nicht nachvollziehbares Verhalten. Es macht keinen Sinn, sich so zu verhalten. Und das nervt. Gut, das musste ich nochmal loswerden. Damit sind wir am Ende. Starker Auftakt hier in Liga 2. Aber war klar, dass es härter wird. War ein guter Gegner, gutes Team. Und ich glaube, zu Teilen haben wir wirklich auch die spielerische Qualität einen Unterschied gemacht. Courtois mega stark, Kompany auch mega, mega stark und Diego Costa in der Spitze auch einfach unglaublich gefährlich. Ich glaube, da hat man deutlich gemerkt, dass solche Spieler extremen Wert auch haben, solche Spiele zu entscheiden. Das soll es für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Auch nicht schlecht von ihm. Was ist hier los? Ja! Ist klar!